Hattest du was nach dem Spiegel geguckt? No. Weil ich mir auch noch vorstellen könnte, irgendwie so ein bei Helder, was so eine Fraktion, so eine ganz offensichtliche Anspielung an so Sturmtruppler, ja, so ein Imperium oder irgendwie sowas. Ja, ein böses Imperium oder irgendwie. Aber es ist fragwürdig, ob die noch mehr Fraktionen hinzufügen, nachdem sie die eine gemacht haben. Weiß nicht. Der erste Spiel hat ja auch nur 3 Fraktionen. Hm. Also nicht die Gerüchteküche sagt irgendwie neue Fraktion, die soll im Juni kommen. Aber ob das stimmt, ist, weiß ich nicht, weil es nicht wirklich irgendwelche festen Beweise dafür gibt hier. Hm. Ja, so Level 70. Mhm. Boom. Freue ich mich drauf. Wir haben ein neues zum Erkunden. Ja, neue Arten zu sterben, ey. Da hat sie sowieso. Das wäre irgendwie no fucking way, dass wir irgendwie auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielen können, ey. Das war mit anderen Spielen, aber... Das zweite schaffen wir das nicht, ey. Das ist egal, was für Waffen wir noch kriegen, das wird nichts mit nur 2 Leuten, ey. Ich meine, auf dem soll sogar noch ein höherer Schwierigkeit. Der härteste ist jetzt der Stufe 9, soll sogar noch in Stufe 10 kommen. Anscheinend. Was ich irgendwann mal früher irgendwie gesehen habe, ist, weil einige Leute sich allgemein beschwert haben über den Schwierigkeitsgrad, dass die irgendwie nicht die Ziele erreichen können. Also, Mission schaffen können wir bestimmt noch. Nur halt irgendwie nicht alles andere erledigen dann nebenbei. Ja. Ja, das weiß ich nicht mal, ob wir die Mission schaffen, weil auf dem Herz, auf Helldive, weißt du, kommen Titanen, weiß ich nicht, alle paar Minuten kommen da Titanen, sogar mehrere auf einmal, also. Sind das beeindruckend, weiß ich nicht, wie die Spieler da einfach so ganz locker mit denen umgehen, mit den Titanen. Ja. Ah, ja, ich bin ja umgebracht hier. Die haben Looten bei, Leute. Jetzt bekomme ich wie blöd hier die an Sachen. Ja, hier los auf einmal. Boah. Da! Hätte mich auch 4 Beine umzubringen. Den blöden Händen kommen hier die ganze Zeit vom Himmel geregnet. Das ganz ohne Pause. Direkt auf mich. Oh, das war rot. Auf der Karte, sehe ich gerade. Wo ist das? Schüsse zum lichtlosen Gehölz, okay. Hm. Ja, halt immer auf, wenn zu spawnen. Ich meine Sachen eben mehr fertig sind an. Ja. Schnell. Ja, warte, was ist denn? Ich bekomme die ganze Zeit leere Sachen jetzt, aber ja, so gut. Schon
No, oh, hier ist was. Kann man gut machen. So ein Bäumchen, das aus Leichen gemacht ist, nehme ich an. Ja, ich liebe sowas. Das nenne ich mal Kunden. Bin mir glatt wie zu Hause. Er lebt es nicht, an seinem Garten vorbeizulaufen mit den Bäumen, die mit schmerzerfüllten Seelen gefüllt sind. Ja, die Bäume sind aus unseren Nachbarn gemacht. Schon wieder was anderes. Er hat es gewagt, mich anzusprechen. Was habe ich da so von hier erwartet? Schon wieder was anderes. Schon wieder war der mit. Alter. Ich komme den ganzen Tag hier nichts hier und jetzt bekomme ich hier in ein Gebiet hier nur. Mach weiter. Ich habe den Zauberer gefunden. Warum ist noch gar nicht da oben? Sehe ich gerade. Okay. Schon mehr warten wir das. Okay, dann mach den auf. Ah. Boah, was ist das? Ah. Oh Gott. Oh Gott, ich heile mich lieber. Kann noch leben? Ich ja. Nee, der Magier. Ja, ich hab schon. Killing hat noch nicht. Jetzt ist er tot. Körperrüstung. Wow, dieser. Vom Designer sah die nicht schlecht aus. Rüstung, die ich bekommen habe. Okay, jetzt noch ein paar Gegner. So, die Gegner ja wenigstens nicht mal vom Himmel regnen. Ist die ganze Zeit auf mich drunter gedroppt. Ist tot. Da war noch ein Boss, dachte ich. So, wo sind wir noch mal? Okay, vielleicht ein Übersetzungsfehler. What? Steht im Chat. Da denke ich mir jetzt alles ein Übersetzungsfehler in diesem Spiel. Ey. Ich krieg ja nur die deine Sachen, ey. Einfach mal bei Google Translate reingeschmeißt. Und gut ist. Ja, komm mir so vor, ey. Deutsch ist halt schwierig. Ja, apropos Deutschland, wir dürfen jetzt Waffen auf Russland abfeuern. Was dürfen wir? Waffen auf? Waffen auf Russland abfeuern. Boah. Hast du noch nicht davon gehört? Nee. Die NATO hat bestätigt, Deutschland darf Waffen nach Russland abfeuern. Ja, super. Ja, einige glauben, das würde den Krieger schneller ein Ende setzen, ne? Ja, super. Ja, kommen sie bei ja, uns hier rein. Irgendeiner muss den ja mal Einhalt gebieten, also. Aber warum denn wir? Weil wir die Hauptmacht von Europa sind, Daniel. Sagt wer? Weiß ich nicht. Genau. Ja, aber uns kann keiner leiden, also selbst wenn wir ihn auf die Fresse kriegen, dann sind wir glücklich.
Du weißt ja, wie das gehört dann. Oh, das ist ein verborgener Abgrundkriecher der Zügellosigkeit. Oh, was ist das? Zügellos, ja. Ey. Oh, ich kann meine Fähigkeiten auch bessern. Warum sieht man die nicht? So, ich muss meine Fähigkeit noch bessern. Ich kann nicht meine Fähigkeiten überhaupt noch machen, ey. Werden wir mal sehen. Natürlich hat der bessere Sachen. Boah, so frustrierend. Ich jetzt durch bist du wieder spielen und so weiter, alles funktioniert. Ja, kann ich hier noch irgendwas verbessern? Ist er genau der gleiche? Boah. Auf mit mir zu kommunizieren da. Naja. Weiß nicht, ob das der gleiche ist. Ich weiß nämlich nicht, wovon du redest, Boy. Nehme ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich noch nehmen kann. Ich kann sie. Das ist schön. Was mit dem Menü? Einfach alles in die Truhe rein. Warte mal. Vielleicht hat 200 Rüstung. Das ist doch gut. Na gut, dann nehmen wir den mal. Ich habe noch nie so wenig gewusst, was ich ausrüsten soll und worauf ich achten muss in irgendeinem Rollenspiel. Ich auch nicht. Deswegen habe ich lieber Klamotten mit festen Werten. Ne? Oder noch nie gemacht, irgendwie, wenn eine zufallsgewürfelte Effekte und also was hast. Habe ich noch nie gemacht in keinem einzigen Spiel. Aber so läuft das dann. Das ist das Leben. Oh, ich töte meine letzte Fähigkeit, ich hab's vergessen. Warte mal, ich hab doch gerade einen Skillpunkt verloren. Warte, wo hat der denn jetzt weit rausgenommen? Ja. Weiß nicht. Ich weiß es doch nicht.
Ich weiß es nicht. Boah. Ich nichts wissen. Wo war es auf dem Dach? Ach du dicke Socke. Ach, hier habe ich gar keine Ahnung, wo ich hier hingehen soll, ihr Leute. Wieso ist eine Fähigkeit, wo ich einen meiner Babyskorpione beschwören kann, süße Befreiung? Trittst du dann auf den drauf oder isst du den oder so? Ne, ich beschwöre einen. Ja, dann isst du den. Ja, keine Ahnung, vielleicht gibst du Geburt zu dem und dann hört der Schmerz auf, weil das die sich in deinen Ingeweiden einsetzt. Okay, ruhig. Ich will nichts mehr. Ja, das Sweet Release, ne? Oh, sag, wenn du fertig bist. Okay. Wir gehen dann zu den Ruinen von Solarum. Dann haben wir eine Echo-Quest erledigt und die Quest erledigt? Fragezeichen. Oh, bist du mal wieder gegen so einen Boss kämpfen jetzt? Ja, ich bin fertig. Töte Raye. Alles klar. Das könnte vielleicht wieder ein bisschen schwieriger werden jetzt. So, wow, wo sind wir? Ich dachte, das wäre in der Matrix hier. Ja, Agent Smith. Oh ja. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Ich habe erst gedacht, die kündigen irgendwie die Animaniacs an, weil die ja von dem Tower hier angefangen haben. Ja, hab ich gehört, Jason soll ziemlich OP sein. Der ist voll buff in dem Spiel. Ja, haben auch alle gesagt, ey. So. Oh. Nein, das ist der schwarze Rotaugendrache. Ich werde hier sowas von sterben, ey. Wow, wow. Oh Gott. Wow. Was ist das? Oh, oh Gott. Au. Ich bin tot. Ich auch. Nein. Okay. Das Ding one-shotet das. Und hab sich wieder blieben. Okay, der Angriff tut weh. Ich glaube, der hat mich gewonshottet damit. Ja, ich habe nicht geschafft, ihm auszuweichen. Nee. Ja, ich auch nicht. Das ist mein Golem noch größer. Okay, davon dürfen wir gar nicht getroffen. Alles klar. Wenn wir bessere Sachen hätten, wahrscheinlich doch. Mit dir meine ich mich. Okay, alle Gäste haben genügend Stabilität. Gut. Okay. Ja, bei den Angriff die ganze Zeit ausweichen können. Ja, das bezweifle ich, ja. Ich meine, ich war voll AP und der hat mich gewonnen-shotet damit. Okay. Also wir dürfen gar nicht getroffen werden. Ja, schon mehr war die ja, alles. Das sehe ich auch so. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich stelle einfach meine Tiere da rein. Konzentriere mich nur aufs Ausweichen. Ja. Was ist das? Oh Gott. Ja, hat er vorhin auch schon gemacht. Da. Was ist das? Der das Team. Oh Mann, er dreht los. Alter, ich bin tot. Ah. Ich krieg das nicht ausgewichen hier. Ja. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo er in den nächsten Bereich hier auftaucht oder nicht, ey. Ja, warte mal.
Okay, ich kann hier spawnen wieder. Na, ah! Sack. Ah ja, nee, warte mal. Ich tue den Kampf fortsetzen. Stimmt. Stimmt, der hat noch genau. Ich komme wieder, also. Ah, ich bin tot. Ha. Ah. Was, wer ist das denn? Da, wer ist er? Also das Skelett. Also. Mal ein bisschen noch. Boah. Nein, ich habe keinen Trank benutzt. Na gut. Nur. Ja, sind wir fertig mit dem Spiel. Ach Quatsch. Oh, da steht sogar unten rechts. Oder? Hat hier. Ja, ich dachte, er zeigt jetzt, der zeigt uns jetzt hier an, so, oh, was wir alles erledigt haben. So, irgendwie sollen wir. Gibt es so eine Insel nach links, aber wie kommt man da hin? Hier können wir auch noch irgendwie machen. Was machen wir jetzt? Weiß nicht. Gehen wir mal zu den Level 70er Dingen. Tun da schon mal die Quests irgendwie freischalten. Da kommt wahrscheinlich auch wieder ein Boss am Ende, den wir nicht schaffen. Aber okay. Aber jetzt den Weg dahin. Trostlose Steppe. Also der Diablo. Die Treppe des Trauers. Das wäre die trostlose Treppe der Verzweiflung. So, warum habe ich nur. Warum habe ich nur welche? Warum habe ich hier keinen neuen Portal? Was geht hier vor? Einfach noch ein bisschen leveln. Und an. Oder wir müssen den einfach leeren, so wie den Cthulhu. Ja. Erstmal leveln. Ja, auf läuft das hinaus, der. Ah, warte wir. Oh Gott. Ein bisschen Gelegge hier gerade bei mir. Töte den Sturmkäfig. Wie kann man denn einen Käfig töten? Entschuldigt mich, Leute. Entschuldigt mich. Ich glaube, einfach durch alle Gegner. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Mein Gott. Ich sehe einfach noch Skelettteile überall durch die Gegend fliegen. Warum ist da ein roter Kreis? Was ist das? Nein, meine Krähe ist tot. Wie könnt ihr das sagen?
Ja. Gut. Weiß nicht, da war gerade ein Geräusch von Ballen. Hat irgendeiner rausgeflogen, ist bei dir vor. Okay. Ich weiß nicht, ob ich oder du, keine Ahnung. Nee. Dann war wahrscheinlich ich, da war auch immer gerade das Geräusch. Düdüm. Düdüm. Irgendwann ist doch immer. Wie letztens mein Stream bei. Wie letztens mein Stream bei Genshin Impact angeblich. Ja, das war extrem merkwürdig, Daniel. Ich hab den Danilo an der Einstellung. Der Danilo aus der Gegenwart und der Vergangenheit haben zur selben Zeit geredet an der Einstellung. Ja, ja. Ja, jetzt war ich das Video nicht stumm geschaltet, hab anscheinend. Dann war das irgendwie ganz komisch, das war nicht die ganze Zeit, aber da kamen Momente, wo du dreimal dasselbe gesagt hast, dieser Baum, dieser Baum, dieser Baum. Will kein Leichter sein. Vielleicht liegt ja doch, lag ja doch an, von meiner Seite aus, aus ein, aber das war merkwürdig. Naja, ich habe auch gesehen im Browser irgendwie. Das ist immer so, als wäre der Stream 2 Sekunden zurückgegangen oder so, da hat immer dreimal dasselbe gesagt. Ey. Hm. Oder nicht? Habe ich irgendwie an den Tag schlechte Verbindung oder so? Oder China hat versucht, dich zu helfen. Ja. Schon wieder. Ja. Glauben auch manche, weiß ich nicht, dass das Spyware von China ist. Genshin Impact. Genau wie TikTok. TikTok soll ja richtig Spyware sein. Ne? Nein, Daniel! Morgen! Willst du nicht auch ein TikToker werden, Daniel? Nö. Du musst Shorts machen, Daniel. Mach ganz viele Shorts. Boah, ich hatte Shorts, ey. Hey, furchtbar. Wieso hast du die denn? Weniger. Musst du dich weniger anstellen, ein ganzes Video zu machen. Ich hasse es, dass ich immer mir eins angucke und dann irgendwie endlich irgendwie ab eine Stunde lang irgendwie nur Shorts zu gucken. Und ich immer weiter runter scrolle, ja, kotzt mich an. Hört sich mehr nach einem Du-Problem an. Also dann heißt die Shorts nicht so gut, Daniel, dass du immer mehr davon sehen willst. Ja. Ja, die dauern immer nur ein paar Sekunden, so, oh, noch einer, oh, noch einer, oh, noch einer. Ja, dann haben die nur gemacht, weil die mit TikTok konkurrieren wollen. Ich habe noch nie TikTok benutzt, ich habe noch nie da ein Video irgendwie von gesehen oder irgendwie so. Ist aber besser so. Ja, das soll Spyware sein, Daniel. Bei Instagram habe ich auch noch nie benutzt. Ja, ich auch nicht, ich hasse soziale Medien. Weil ich nicht sehr sozial bin. Oh. Mein Gott. Boah. Mein PC mag dieses Gebiet nicht, so ich habe 22. Wo ja, ich gar nichts mehr bringt. Ist ja jetzt abgelaufen bei mir. Ja, gestorben. Ich gehe. Okay. Lass ich mal meine letzten Schokobrezel weg. Jetzt sind sie ja weg und ich bin traurig. Na los, na los. Wir werden wohl nie erfahren, was das für eine Serie war, die du gesucht hast, Daniel. Nee. Wahrscheinlich gab es die überhaupt nicht. Du hast dich angemeldet. Ich bin die ganze Liste durchgegangen, aber die war auch irgendwie nicht vollständig. Ich weiß vielleicht auch gar nicht mehr, wie die Serie heißt, ey. Nee, ich weiß gar nicht. Ja, was willst du denn dann nach den Namen gucken, du Klon? Ja, ich habe auf einen geklickt, um zu gucken, was das ist. Also. Okay. Mir anzuschauen und so. Dann ist ja gut.
Aber ich habe die nicht gefunden. Aber da waren auch allgemein irgendwie einige Serien. Wir haben allgemein einige gefehlt, wenn ich mich nicht irre. Weiß nicht mehr, was. Erdbeermarmelade Brot mit Honig da. Ne? Da ging es irgendwie um so einen Jungen, so einen Teenager, glaube ich. Der hat irgendwie in so eine. Ich weiß auch noch, wie der aussieht. Ich weiß noch, wie der Zeichenstil so alles ist. So, ich kann ihn genauso vor mir sehen. Der sah so ein bisschen aus hier. Der hat irgendwie die gleichen Klamotten angehabt wie Steve von Minecraft. Der hat schwarze Haare gehabt. Der war so ein langer Lulatsch. Der hat irgendwie. Ich glaube nicht, dass das Amerika war oder so. Der war irgendwie in so eine. Sah irgendwie so aus, als wäre der irgendwie so in Griechenland oder Spanien oder irgendwie sowas. Okay. Der hatte, glaube ich, eine Mutter und einen kleinen Bruder, der immer irgendwie Streiche gemacht hat oder irgendwie sowas. Die Mutter hat den immer mal ausgeschimpft, glaube ich. Der hat immer in der Hängematte geschlafen und gefaulenzt. Keine Ahnung. Der sollte immer irgendwas machen, aber hat immer irgendwie gefaulenzt. Ich weiß nicht, wie die Serie hieß, ey. Ich hörst du da gerade dein eigenes Leben? Und ich meine, der Name der Serie wäre auch irgendwie der Name des Hauptcharakters. Deswegen habe ich erst gedacht, so, oh, Papyrus, das ist das, glaube ich. Nee. Aber auch irgendwie, das war, glaube ich, der Name von dem Hauptcharakter, die Serie, der Serienname. Ich weiß nicht, was das will. Ich habe gesucht wie blöder, als du mir letztens wieder erwähnt hast, ne? Ich habe nichts gefunden. Mir sagt das auch nichts, ganz ehrlich, und ich kenne eigentlich alle Kinderserien. Okay, alle ist übertrieben, aber die meisten. Hallo Bambi, Bambi. Kennst du noch die Pocket Dragons da? Pocket, das sagt mir was, ja. Was die ist das? So kleine Mini-Drachen halt. Das war auch immer eine Serie, die immer morgens lief, bevor ich in die Schule musste damals. Pocket Dragons, Pocket Dragons, Pocket Dragons, den kleiner Woho, was sie so erleben, das macht das alles. Ja, ja, da kommen wir bekannt vor, aber ich weiß es nicht. Ja, jeder von denen hat so seine eigene Persönlichkeit. Der eine ist Knuddel, weil der immer einen Kopfkissen mit sich rumträgt. Der eine ist Einstein, weil der schlau ist und eine Brille trägt. Filbert ist der Chef, der hat so ein Halstuch getragen mit einem Stern drauf. Das sagt mir alles was, aber ich habe kein Bild gerade vorm Kopf irgendwie. Ich mag das Info, ey. Büse, da ist so einer, der hat so eine Fliegerkappe auf, ey. Der heißt Büse und der rennt gerne ganz schnell. Boah, ich muss das gleich mal kurz googeln. Ja, das Intro, das gibt es auf YouTube. Das heißt einfach Pocket Dragons. Ja, ja. Pocket Dragons, Pocket Dragons, Pocket Dragons, ein kleiner Wauho. Und wie sah das nochmal aus? Weil das sagt mir alles, aber ich kann gerade kein Bild irgendwie dazu einordnen. Ja, das Gefühl kenne ich. Okay. Ja, genau. Mit Knuddel freut sich Krümel. Ja, ja, das kommt, ja, die kenne ich. Die habe ich auch gefragt. Fast wie ein Adler nur über landen, wo ich da ein. Ich habe keine Ahnung, worum es da ging oder so. Ich habe jetzt keine Folge Drachen, im Kopf oder kleine, so. Die machen halt kleine Abenteuer, während die bei so einem Zauberer Gandalf-Verschnitt leben. Und dann gab es immer noch so eine Kinderserie mit so zwei Zwergen oder zwei Gnomen, ey. Irgendwie das war irgendwie Slice of Life, ey. Also die im Einklang mit der Natur sind oder ja, so. Ja, boah. Und dann haben die, der und seine Frau haben sich immer die Eskimo-Küsschen gegeben, die haben immer ihre Nippen gereden. Das war eine Anime, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Ich wusste auch nicht, dass Heidi ein Anime ist, ey. Ich auch nicht. Also. Vor kurzem, das habe ich schon eine Weile gewusst, aber da habe ich auch überrascht, dass ich das gehört habe. Irgendwie, dass die Japaner überhaupt ein Konzept von Heidi haben, ey. Da gab es irgendwie, das, ich glaube, wie heißt diese Ente nochmal hier? Und es auch eine Anime gab. Wo so ein Krabbe irgendwie einen auf Hitler gemacht hat. Achso, Alfred Jodokus Quack. Ja. Ja, das ist von Kra. Das ist irgendwie, so wie ich das verstanden habe, irgendwie damals haben irgendwie, weiß nicht, so einige japanische Studios irgendwie in Deutschland oder so gearbeitet und da kommen irgendwie diese ganzen Serien. Wird mich nicht überraschen. Da kommt irgendwie Heidi und all sowas hier her. Calimero. So eine Anime anscheinend. Was für ein Anime? Calimero war auch eine Anime anscheinend. Ja.
Hast du das denn schon mal gesehen hier, weil ich da letztens hier mit dem Marmeladebrot den Typen da? Was du mir gesendet hast? Ja, nein, weil ich dich gefragt habe, ob das die Serie ist, die du gesucht hast. Ach so, nee. Kennst du das? Nee, ich glaube nicht. Das ist witzig gewesen. Da ging immer darum, der Typ wollte immer ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. In jeder Folge geht es darum, dass er ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig hat. Und am Ende hat er aber immer nur ein halbes gekriegt. Und es schmeckte so gut, als wäre es ein ganzes gewesen. Wow. Damit ist die Sendung und die Folge immer geendet. Ja. Der hatte ein halbes. Der wurde synchronisiert von. Wo hieß der nochmal? Ey? Der ist leider schon tot, ey. Wow. Ja. Na, der Hauptcharakter hieß Tom. Der hat immer so eine kleine Abenteuerchen erlebt und am Ende hat er immer sein Erdbeermarmeladebrot mit Honig gekriegt. Obwohl es nur ein halbes war, hat es so gut geschmeckt, als wäre es ein ganzes gewesen. Das klingt auch schon wieder irgendwie sehr bekannt. Wir öffnen jetzt hier irgendwie so Lücken irgendwie in meinen Erinnerungen die ganze Zeit. Der hat immer einen Salz auf der Freude gemacht. Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Vielen Dank. Jedes Mal, wenn der Salto gemacht hat, vor Freude kam da so komische Flötengeräusche als Soundeffekt hier. Obi ja. Und die Kakerlaken. Miau, miau, oh, die Serie habe ich geliebt, ey. Ja, der Synchro-Sprecher in den ersten Staffeln, kennst du den? Dirk Bach, ja. Ja, genau, Dirk Bach, genau. Dirk Bach hat auch hier, ich wusste nicht mehr, wie der hieß, Dirk Bach, der hat auch hier das mit dem Erdbeermarmeladebrot synchronisiert. Okay. Hat die ganze Serie synchronisiert, ey. Also jeder Charakter hat seine Stimme gehabt. Das ist okay. Ja, Oggi und die Kakerlaken habe ich auch gerne gekauft. Weil da war genauso, da war so genau mein Humor irgendwie. Also richtig stumpfsinnig, genauso wie Tex Avery schon, also warte. Der Blumenschnüffler. Das ist das erste, was dir zu dem einfällt, ne? Dass der Drogen missbraucht, ne? Ja, er hat auch Blumen geschnüffelt. Ich weiß nicht, was für Blumen der da geschnüffelt hat, wodurch ja, der so stark Blumen geworden ist. Ey, der Hund, der hieß Mopsi und der war goldig. Man sprechen das Auto hat Blumen geschnüppert. Ja, und der ist aus dem Ei geschnüppelt. Ja, das auch noch. Das sind ein paar Sachen hier, die man hier akzeptieren muss. Ein paar zu viele Sachen. Also mit dem entsprechenden Auto kann ich mich ja noch abfinden, aber den Blumen schnuppern aus dem Ei schnüffeln und so. Was willst du machen? Wenn er Blumen schnüffelt, fühlt er sich bagger stark. Wenn ich auch Blumen schnupper, kriege ich eine Allergie. Ja, oh, ich bin der fertig hier. Ciao. Der das unbedingt haben will, das kleine entsprechende Auto, obwohl es irgendwie tausende von denen gibt. Oh, raus hier. Der ist wie da war ein Boss. So, was? Ja, das ist der verborgene Bolroth des Fokus. Der ist verwandt mit dem Bolroth von Morgoth. So, jetzt ist er tot. Ah, nehmen wir das mit. Keine Ahnung. Wo kommt ihr denn jetzt noch her? Ich bin durch, ich bin jetzt fertig, geht weg. Was gab's sonst noch für Sendung? Oh. Hätte ich mal die Liste jetzt hier noch vor mir. Da sind schon einige Sachen irgendwie, die ich gesehen habe, die mir schon wieder so in den Kopf gekommen sind. Kennst du irgendwie so eine Serie mit so einem kleinen gelben Hasen irgendwie? Der immer so ein komisches. Da war so ein, ich weiß nicht, ob das so eine Dauerserie war oder so, ob da immer nur so ein paar Minuten waren. Da war irgendwie so ein gelber Hase, der immer so ein komisches Gesicht gemacht, irgendwie so ein komisches grinsendes Gesicht ist. Das sagt mir überhaupt nichts gerade. Ich kann mich nicht an gelben Hasen erinnern. Ich kann mich nur an Briefe von Felix erinnern. Das sagt Briefe mir jetzt von Felix. Oder der hat Laura's Stern oder so. So also eine Serie, wo es um sprechende genau, Schuhe geht. Um was? Um Schuhe? Um sprechende Schuhe, ja.
Der Song war irgendwie so people. Da ging es um sprechende laufende Schuhe. Kann gut sein, es gibt auch eine Serie, Mini-Robos, winzige Robos. Das war ein interessanter Animationsstil, das war irgendwie so knetmäßig. Ja, okay. Oder Alki-Eiche. Da muss der Wasser rückwärts trinken, um ein Stück auf loszuwerden. Da kommt das her? Ja. What? Das ist so Stop-Motion gewesen, also das war so ein Wald, ich wollte jetzt Waldstraße sagen. Irgendwie so ein Waldmensch, der aussieht wie eine lebendig gewordene Eiche, ja, und der tut halt den Tieren im Wald helfen. Eiche. So hat mir jetzt auch nichts. Wenn ich ein Bild davon sehen würde, wahrscheinlich schon, aber. So, mein Gott, sind hier viele Götzen. Lass mich los. Die Götzen sollen dich loslassen, was? Vielleicht ins Auto gerade. Ich habe mir irgendwelche Serien einfallen. Ja. Das Kind habe ich irgendwie viel zu viel Zeit vorm Fernseher verbracht. Ich habe nur Zeit vorm Fernseher verbracht. Ja. Oh, Stick Darien auf Kika, die habe ich auch geguckt. Ja. Kika, der Sonderbau gut. Boah. Er hat ja noch Sinbad. Ja. Schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Oder der Tiger in den Club. Ja. Das war so eine Kinder-Gangshow, ey, Tabaluga TV. Ja, ja. Wo die immer über den Eisvater laufen mussten. Ja. Die haben immer nie geschafft. Ja. Und die Kinder so dumm waren. Was heißt dumm, ey? Du kannst ja nicht vorhersehen, wo das. Nein. Da hieß noch mal diese eine Serie, boah, die war meiner Meinung nach voll gestinkt, wie die Game Wars, da haben auch immer so Kinderteams gegeneinander in mehreren Spielen gespielt, ey. Da war Team Rot gegen Team Gelb. Weißt du, wo die diesen Tennistisch hatten, diesen Laser-Tennistisch? Ja, genau, das, wie hieß das noch mal, die Serie? Irgendwas mit Togo war das, glaube ich, ne? Ja, Togo Games. Dann konnten die in so einem Toys R Us konnten die da alle Spiele in den Einkaufswagen werfen. Die Serie war voll gezinkt, weil das eine Spiel hat immer das eine Team gewonnen, ne? Wollte nicht. Das war immer das eine Spiel, das hat immer das eine farbige Team gewonnen, ne? Ich habe nur eine Folge irgendwie gesehen gehabt, wo das andere Team mal gewonnen hat. Das ist voll gezinkt gewesen. Boah, das ist mir nicht aufgefallen. Ich hab die Serie jetzt ziemlich oft gesehen, ey. Und dann später gab es die ganzen Spiele auch als halt Mini-Format, die du kaufen konntest. Oder das große, das letzte Finalspiel war immer Eisberg oder so, ey. Da musstest du so Eisschollen rauskloppeln. Ja, ja. Ohne dass das ganze Ding zusammenbricht. Super Toy Club. Ja, genau, hast du gegoogelt? Ja, ja. Ja, super Toy Club, genau. Oder die Serie Art, ihr kennt ja Art Attack. Ja. Jetzt kommt Art Attack. Diese Mann und diese Frau irgendwie. Und immer der Typ, der irgendwie mit Salz irgendwie gezeichnet hat. Ja, der hat alle möglichen Arten gemacht, um Kunst zu machen. Ja. Ja, ich habe immer noch gesehen, wie der irgendwie Salz bestreut. Ja, der hat aus allen möglichen Arten Kunst diese Sachen gemacht, aber. Aber was war die eine? Was ist was TV? Ja, ja, was ist was TV? Davon habe ich Fragezeichen ganz und sowas. Viele Hörspiel, Kassetten und Bücher habe ich auch davon. So, Magier. Das ist Theo und Quentin. Und Ted. Oh, oh.
Wirbelsturm. Ah, Wirbelsturm. Bernd das Brot. Ja, gibt's auch immer noch. Ja? Ja klar. Läuft das noch? Ja klar, auf Kika 21 Uhr. Okay, also das wusste ich nicht. Jeden Chili Tag. Jeden einzelnen Tag. Immer in die gleichen Folgen oder so. Also ich nehme an, das läuft immer noch. Okay. Als ich das letzte Mal noch Fernsehen geguckt habe, lief dann immer noch. Das war bestimmt vor 10 Jahren oder so. Alle zusammen tanzt das Brot. Der hat eine Generation geformt, weil alle sich mit dem identifizieren konnten, bei der die Tadeus alle Leute gehasst hat. Mist. Das war sein Standardspruch. Ja, ja. Mist. Oh. Das ist ja die Nostalgie-Folge hier. Ja. Naja, Daniel, wir kommen in die Jahre, ne? Wir denken gerne an bessere Zeiten zurück. Ja. Wobei ich nicht unbedingt weiß, was daran besser war, aber okay. Ja. Wir leben den Traum, Daniel. Ja, ja, der wird wahr. Dann gehen wir in so einen Weg und stellen uns der Gefahr. Ja, der Weg wird kein leichter sein. Wir leben unseren Traum. Wenn das Feuer brennt in uns. Läuft überhaupt Digimon noch irgendeine Staffel irgendwie so? Ja, glaub schon. Ich glaube, das letzte war diese neue Auflage von der ersten Digimon. Da gab es ja, wo die erwachsen geworden sind und so. Oder älter. Das meine ich nicht. Ganz ein Remake, also die erste Staffel nochmal nur anders halt. Okay. Also da sind ganz andere Sachen passiert. Die haben viel früher ihre Mega-Evolution erreicht. Das ist eine ganz andere Story. Da waren die noch Kinder. Das ist praktisch das erste Abenteuer nochmal ganz anders. Also die sind in eine ganz andere Richtung gegangen. Okay. Ich kann die Story nochmal neu erzählen. Ich weiß nicht, ob das gut angekommen ist. Einige Sachen ja, einige Sachen nicht. Das ist nicht genau das gleiche, also nein. Also jetzt kommt ja auch ein Anime von ihr, Suicide Squad. Okay. Ja, das ist ein ganz, also da ist auch die Stimmt, Spiel, ist er nicht Harley Quinn asiatisch oder so? Irgendwie sowas habe ich davon gehört. Ja, das ist ein Anime halt, ne, japanisch. Naja, aber irgendwie Harley Quinn ist nicht mehr amerikanisch, sondern asiatisch oder irgendwie so. Ja, davon weiß ich nicht. Die landen jedenfalls, die Story ist halt, dazu ist halt, Squad landet in Isekai, in der Welt mit Orks und sowas. Ha. Ja. Boah. Und dann ist der Peacemaker, Most der Japanese wird gesprochen von... Ever. Ja, der Mach einfach Ding ever. Ja, irgendwie schon. Ja, jedenfalls, dann ist da noch, Peacemaker, der wird von Dio gesynchronisiert. Ja. Ja, alles klar. Nicht von John Cena? Nee. Ja, aber John Cena macht die Rolle ganz gut, ey. Oh. Oh, und fertig. Oh mein Gott. Und irgendwie sofort hätte er die ewig gedauert. Diesen Ding. Oh. Mutisch. Mutisch. Belohnung. So, mein Gott. So, was? Das ist ein Splitter gewesen. Irgendwie einen Splitter bekommen, so ein plus mehr Skelett und erhöhter Skelettschaden. Also kann man das irgendwie in die Waffen reinpacken oder so, oder in Ausrüstung. Da fragst du den falschen Boy. So, Vengari-Schlachtfeld. Hey, den Namen haben wir doch schon mal gehört.
Okay, wähle einen Verbündeten und wende das Blatt gegen das Imperium. Fertig. Nein, warte. Warte. Blut, Frost und Tod. Ah, drei Dinge, die ich liebe. Wenn die Sachen immer alles schlechter sind, als ich das schon habe, meine Fresse, Leute. Gib uns doch mal Sachen auf unserem Level. Wird die Sache viel einfacher machen. Ich bekomme manchmal nur Sachen, die irgendwie Level 5 sind. Das hätte ich schon einfach genug als Spiel damit. Hm. 236 wirksame Blockierung mit diesem Schild. Das war für den Daniel. Warum fehlt mir denn hier noch ein Götzenplatz? Haben wir irgendwo eine Quest nicht angenommen oder was? Ja. Ich mach hier alles. Wie viele von diesen Inseln hier übrig sind. Ja, ich bin fertig. Wie sollen wir denn hier jemals mit fertig werden? Fahr bis zum Horizont, wenn man weiter bleibt. Gehen alle Grenzen. Musst du überwinden. Überwinden. Das Feuer brennt in dir. Die letzte Hutstaffel für mich. Ja. Oh. Genau wie in Yu-Gi-Oh! Nee, Quatsch, da habe ich die dritte Staffel nur so ein bisschen geguckt. Ja. Das Siegel von Oregon. Oh ja. Die Serie war so richtig nonsensical, ey. In der ersten Staffel haben sie voll gecheatet, alle. Ja, ich weiß. Da hatten sie die Regeln für das Spiel noch gar nicht erfunden, ne? Naja. Ah, ja, meine Wesen sind alle unsichtbar, weil die unter Wasser sind. Ne? So, ah, okay, dann tue ich einen Mond platzieren und greife den Mond an. Ja, das Monster hat eine Zauberkarte angegriffen, die hat er erst gemacht. Das ist irgendwie so. Das ist irgendwie genauso wie wenn Kinder irgendwie so tun, als würden sie spielen und so, und du kommst irgendwie so mittendrin irgendwie mit solchen neuen Ideen an. So, ja, ich habe eigentlich voll den. Ich habe voll das Schwert, das irgendwie voll durch alles schneiden kann und so, und ich hab den Feldpower-Bonus. Weil immer voll die random Zahlen waren, ey. Ich bin das Vögimon! Was ist er denn? Der war gerade so ein Ziegenmensch, der stand da einfach nur. Was? Hey, was ist denn da los? Wir haben jemanden an, da oben. Aber da ist einer am Sterben, da oben. Oh. Da, er da. Was ist er denn? Also die erste Staffel von Digimon war irgendwie die beste. Na, ich fand die zweite immer besser. Ein bisschen. Ja? Ja, okay. Ich liebe die erste Serie, aber ich fand die zweite mal ein bisschen besser, weil ich. Mir hat noch die dritte, da habe ich schon öfter gesagt, aber mir hat noch das mit den Karten gefallen, das fand ich auch gut. Ja, die fand ich auch noch gut. Und die vierte auch noch. Danach gehe, weil ich da geht's nicht so krass ab, ey. Ja. Da wird schon wieder ein Non-Stand-Stickel, ganz ehrlich. Da machen die Digimon irgendwelche, weil ich nicht, Roboter-Fusionen und werden Gigantins und was weiß ich alles. Ja, die ganz letzten Staffeln, genau. X-Ross oder irgendwie sowas, ne? Ja.
Ja, bei mir hat das aufgehört, als der eine Typ irgendwie andere Digimon geschlagen hat, um irgendwie sein die Digitation für sein Agumon irgendwie aufzuladen. Also die vierte Staffel. Ja. Und der hat die Stimme von Jaden aus Yu-Gi-Oh! GX. Das hat mich irgendwie gestört. Ah ja, genau, ja, Delta Force, ja. Nee, Delta Force? Hieß das so? Ja, doch, die hieß irgendwie so Digimon für 12 Force oder so. Ich weiß, was du meinst. Markus Damon. Ja, genau. Ja, ich hatte keinen Bock gehabt, schon wieder die gleiche Stimme zu hören. Ich glaube, die ist auch gleich mit Yu-Gi-Oh! GX gelaufen oder irgendwie so. Also zwei Serien mit dem Charakter als. Mit dem seine Stimme irgendwie als Hauptcharakter hat mich irgendwie genervt. Also, das hat mich jetzt nicht gestört, ganz ehrlich, ey, weil das ist auch Standard in Anime. Ja, aber zweimal der Hauptcharakter. Was glaubst du? Da hatten wir ja schon mal drüber geredet. Die Anime, weiß ich nicht. Stimmen sind jetzt nicht nur im Deutschen, meine ich. Generell, so viele. Es ist ziemlich schwer, anscheinend in das Genre reinzukommen, in Synchronisation, in der japanischen. Weil ich höre immer wieder dieselben Synchro-Stimmen, also. Das sind natürlich jetzt ja irgendwelche unwichtigen Nebencharaktere, aber die Hauptcharaktere haben immer dieselben Synchro-Sprecher. Findest du? Ja, nur die großen Namen. Das sind alles die Stimmen, die ich schon tausendmal gehört habe. Ja, die Stimme von Dio. Derjenige, der Lulushi spricht, der spricht auch in zigtausend Rollen. Zum Beispiel, was ist das, der Stimme von Naruto geworden? Die hört man nirgendwo mehr. Ja, ja. Was habe ich in One Piece? Ja, außer das, ja. Das war irgendwie das letzte, was der gemacht hat. Ja, irgendwie, da war auch so eine andere Serie, Eureka 7. Da war der auch Hauptcharakter. Ja, die ist schon älter, ey, die Serie, ey. Ja, ja. Da war der auch Hauptcharakter. Ja. Aber seit Naruto macht er nichts mehr irgendwie. Aber der war noch in One Piece, ja. Ja. Sie, ich glaube, das ist eine Frau, die ihn spricht. Ist irgendwie schwer, da in die Branche reinzukommen, ganz ehrlich. Da sind all diese ganzen großen Established Names hier. Ja, ja. Tritt dem Blutpakt bei. Okay. Ich glaube, wir konnten uns hier irgendeinen aussuchen. Weiß nicht. Hm. Okay. Hat die erledigt? Nee. Nee. Nur ein. Die rasten gerade bei mir voll aus. Der eine ganz hier die ganze Zeit auf der Stelle, ey. Macht einen Golem da auch die ganze Zeit. Na, der rennt im Hyperspeed-Modus, Alter. Der rennt zweimal so schnell, ey. Der ist wie Sonic, nur dass der auf der Stelle rennt. Alter! Jetzt hat er aufgehört. Was war das denn? Ja, die NPCs hier, die rennen mit Hypergeschwindigkeit auf der Stelle, ey. Ich sehe nichts. Das freut mich, ey. Für mich sieht das echt komisch aus, ey. So brauche ich so viele Wölfe, was?